DVD-MV, ich hab DVD-MV, ich hab DVD-MV auf den Computer eingestellt. DVD-MV, ich seh DVD-MV. Am Sonntag, da mach ich an, weil ich nicht anders kann, denn die neue Wocheninfo läuft dann. DVD-MV, ich hab DVD-MV, ich hab DVD-MV auf den Computer eingestellt. DVD-MV, ich seh DVD-MV. Hier ist Ihre Wocheninfo Nummer 475 vom Remscheider Fernsehen Tele-DMW. Ich habe die Breaking News für Sie aus Remscheid und einer anderen Stadt. Die gehen diesmal bis zum 16. Juni 2024 und haben folgende Themen. Überstunden für den reisewilligen Bürger im Bürgeramt. Gratis Glasfaserkabelverlegung bis ins Haus in Remscheid Süd. Es war Tag der offenen Türen. Weniger Verletzungen gab es in einem Opel. Außerdem dabei noch der EM-Sport und unsere Verkehrsmeldungen. Im Studio hat wie gewohnt gemütlich Platz genommen Ihr Herr Wiskamp. Zunächst einen schönen Gruß an unsere neuen Zuschauer. Die kommen entweder vom Kabelfernsehen hier rüber, von NR Vision oder von der Bergischen Morgenpost, die uns dort gefunden haben. Jetzt geht's aber los mit Überstunden für den reisewilligen Bürger im Bürgeramt. Der Bürgerservice der Stadt Remscheid bietet zusätzliche Sondertermine zur Abholung von Pässen und Ausweisen an. Diese Maßnahmen sollen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, ihre Reisedokumente rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien zu erhalten. Sondertermine zur Dokumentenabholung gibt es jeweils mittwochs von 14 bis 17.30 Uhr am 19., 26. Juni und am 3. Juli 2024. An den Sonderterminen wird ausschließlich die Ausgabe bereits fertiger Dokumente durchgeführt. Die Ausgabe findet im Raum 105 des Bürgerservice Elberfelder Straße 36 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eltern, die für ihre 16- oder 17-jährigen Kinder den Personalausweis abholen, benötigen eine Vollmacht ihrer Kinder. Jugendliche ab 16 Jahre sind nach dem Personalausweisgesetz allein handlungsfähig. Es war Tag der offenen Türen für die Einbrecher, welche sich bestimmt noch gerne bedanken möchten für die nette Geste. In der Sensburger Straße verschafften sich am Dienstag, dem 11.06.24 gegen 21 Uhr Einbrecher Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus, indem sie durch eine mit Holzklotz angelehnte Haustüre gingen. Auch der Weg zu den Kellerräumen bat keine Hindernisse. Die Täter fühlten sich dort so wohl, dass sie ein Holzgattertor aufbrachen und einen E-Scooter im Wert von 1.100 Euro mitnahmen. Jetzt muss sich wohl jemand schwer aufregen und zu Fuß gehen. Verehrte Hausbesitzer in Remscheid Süd, hört mal genau hin. Möchten Sie mal Glasfaserkabel kostenlos ins Haus gebuddelt bekommen? So ganz umsonst, keine dicken Kosten, machen die Ihnen gratis, reißen alles auf bis an der Haustür und machen wieder zu. Das kostet normalerweise ordentlich Kohle. Aber die Stadt Remscheid hat was Gutes ausgehandelt. Na, wollen Sie mal wissen was, ne? In Kooperation mit der Stadt Remscheid plant ein Anbieter den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für schnelles, stabiles und nachhaltiges Internet. Bis zu 1000 Megabits pro Sekunde soll das gehen. Die Vermarktung für den Ausbau der Glasfaserleitungen, die bis ins Gebäude gelegt werden, läuft in Remscheid Süd vom 1. Juli bis 30. September 2024. Rund 10.400 Privathaushalte und Unternehmen können sich in dieser Zeit einen kostenlosen Glasfaseranschluss sichern. Sonst kostet das um die rund 1.500 Euro.
Interessierte, die den Anschluss sofort nach Inbetriebnahme nutzen möchten, können in der Vermarktungszeit direkt auch einen passenden Vertrag über ein Produkt buchen und so zusätzlich die Kosten für die Anschlussaktivierung, später rund 400 Euro, vermeiden. Woanders kostet noch 50, ist egal. Damit profitieren Sie von einer Gesamtersparnis in Höhe von rund 1.900 Euro. Wer es glaubt, wird selig. Weitere Details können wir aus Schleichwerbungsgründen hier nicht nennen. Die Stadt Remscheid nennt Ihnen aber gerne die Firma und weitere Informationen. Also ganz klar, der Hausbesitzer hat Spaß, der kriegt das Ganze umsonst ins Haus gelegt. Aber wer sich anschließen will, der zahlt. Wir schauen wieder ins Bergische Land, diesmal zu unseren Nachbarn nach Wermelskirchen. Dort gab es einen Unfall, man musste feststellen, ein Opel-Fahrer wird weniger verletzt. Was da passiert ist, werden Sie sofort erfahren. Am Montag, dem 10.06.24, wurden die Feuerwehr, der Rettungswagen und die Polizei zum Krickersweg in Wermelskirchen alarmiert. Nachdem sich dort ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs ereignet hatte. Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Gegen 16.15 Uhr hatte ein 18-jähriger Wermelskirchner den Kreckersweg mit seinem PKW des Herstellers Opel in Richtung Dabringhausen befahren. Aus noch unbekannten Gründen geriet er in den Gegenverkehr, wo er mit dem Seat eines entgegenkommenden 27-jährigen Wermelskirchner zusammenstieß. Der Opel-Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht, der Seat-Fahrer schwer verletzt. Beide Personen wurden nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im schätzungsweise mindestens fünfstelligen Bereich. Sie wurden durch eine Fachfirma abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme der Polizei war der Kreckersweg für circa 2 Stunden vollständig gesperrt. Ole, 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 wir haben EM. Und Deutschland hat gewonnen. Hallo liebe Fußballfreunde, schön, dass Sie auch bei uns mal vorbeischauen. Hier ist die EM-Sportecke im Remscheider Fernsehen. Wir hatten ein tolles Eröffnungsspiel am Freitag, das ist wahr. Am 14.06. haben wir um 21 Uhr in München gespielt gegen Schottland und da gab es ein 5:1, sensationell. Was haben wir uns gefreut. Ein Tag später, am Samstag, ging es direkt weiter. Das ist nämlich der erste Spieltag für alle. Und da spielte Ungarn gegen die Schweiz in Köln 1:3. Dann gab es an demselben Tag um 18 Uhr noch ein Spiel in Berlin. Spanien spielte gegen Kroatien 3:0. Die Spanier haben sich gefreut. Danach kam Italien dran um 21 Uhr am Samstagabend und spielte gegen Albanien 2:1 in Dortmund. Tolle Sache. Wir bringen natürlich in der nächsten Sendung noch mehr Ergebnisse. Wir spielen außerdem noch den zweiten Spieltag am 19.06. um 18 Uhr in Stuttgart. Die ARD überträgt Deutschland gegen Ungarn. Am 23.06. kommt der dritte Spieltag, ist Deutschland wieder dabei um 21 Uhr in Frankfurt. Schweiz gegen Deutschland ist das Spiel. So läuft die Vorrunde. Natürlich gibt es noch unzählig mehr Spiele. Sehen Sie bei uns auf der Homepage. Wir haben es jetzt was einfacher gemacht. Und zwar teledmw.de. Auf der Startseite finden Sie direkt den Fußballplatz, draufklicken und Sie kriegen die Ergebnisse. So einfach machen wir Ihnen das. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Dann kann ich Ihnen vielleicht noch mehr sagen, was Deutschland so angestellt hat. Jedenfalls haben wir das erste Spiel schon mal gewonnen. Jeden Dienstagmorgen holt das Ordnungsamt den Radar-Böller-Wagen rein zum Batterieaufladen. Jeden Mittwochmorgen sind die vor uns auf der Flucht. Die wollen den neu verstecken. Aber wir sind auf der Spur.
Wir wollen schließlich wissen, wo er ist. Und die Zuschauer erst recht. Leider gewinnt manchmal das Ordnungsamt das Spielchen. Und wir kriegen nicht raus, wo er ist. Schuld zum Beispiel ist eine dumme Ampel. Sollten Sie wissen, wo dieser Wagen hingekommen ist, dann rufen Sie unsere Hotline an unter folgender Nummer. 0179 3131444. 0179 3131444. Und schon sieht das Studio wieder normal aus, so normal wie die Freiheitsstraße, denn dort befindet sich an der Hausnummer 166a selbstverständlich der Radar-Bodder-Wagen mit der Nummer 986. Die anderen beiden sind noch verschollen. Wenn Sie die gesehen haben, rufen Sie unsere Hotline an, 0179 3131444, und dann haben wir noch ein paar schreckliche Ecken in Remscheid, die zeigen wir Ihnen. Ja, die Wanderbaustelle an der Klarenbach ist noch da. Hier auf der Ronsdorfer Straße steht alles still. Und die Wanderbaustelle befindet sich zurzeit an der Einfahrt Fahrenbracken. Und hier befindet sich noch ein kleiner Hügel. Wir spekulieren, dass hier eine Badewanne eingesetzt wird. Es wird eine wunderbare Freiluftbadewanne bestimmt da reinkommen. Und wir haben ein neues Freibad in Remscheid. Das andere wird ja gerade umgebaut. Aber Spaß beiseite. Da vorne steht sie, die Baustellenampel. Die sorgt für Stau, besonders im Berufsverkehr. Planen Sie hier etwas mehr Zeit ein. Und hier eine Warnung für die Königstraße. Wenn Sie bergauf fahren, kurz nach der Taubenstraße, kommt ein riesiges Schlagloch. Da knallt's richtig. Wenn Sie sich was kaputt fahren wollen, fahren Sie rein. Die Einheimischen fahren drumherum, wie Sie sehen. Hier wird scheinbar gar nichts repariert in Remscheid. Hier geht's rund auf der Königstraße, vorsichtig im Dunkeln fahren. Vieringhausen, eine Baustellenampel, die sorgt mächtig für Ärger und für riesigen Rückstau. Wer meint, über die Stockterstraße hier reinfahren zu müssen, der wird genauso im Stau stehen und verzweifelt sein. Werktags ab 6.30 Uhr geht es los. Dann läuft hier nicht mehr viel. Dann kriecht hier alles nur noch oder steht alles still. Wer schwache Nerven hat oder es eilig hat, soll diese Straße am besten gar nicht nutzen, denn die ist unbrauchbar für Autofahrer, die bergab wollen. Und auch von Solingen aus ist das gleiche Spiel zu sehen. Hier ist eine Schlange, die geht schon bis nach dem Lidl her. Und wenn es noch weiter geht, dann erreicht sie sogar die Kreuzung an der Hüttenstraße. Die Leute, die aus der Hüttenstraße raus wollen, stehen natürlich auch fest. Die Ampel hält uns nicht auf. Wir wollen sehen, wie weit das noch darüber geht. Ich kann Ihnen nur sagen, umfahren Sie das ganze Spiel über die Königstraße, über den Fürberg und dann ab ins Morsbachtal. Fahren Sie nicht hierher, schonen Sie Ihre Nerven. Die stehen hier tatsächlich bis zur Totaltankstelle und irgendwann wird die Kreuzung Amtsgericht auch betroffen sein. Auf der Freiheitsstraße gibt es jetzt einen Angriff auf Ihren Führerschein. Sie sollen tatsächlich nachts von 22 bis 6 Uhr wegen Lärmschutz Tempo 30 einhalten. Das packen die meisten nicht. Die Baufirma in der Hardenbach hat unheimlich auf der Ronsdorfer Straße Mist gebaut. Sie hinterlässt die Baustelle fürchterlich. Wenn Sie nachts hierher fahren, bitte Vorsicht, höchstens Tempo 20. Hier sind Schlaglöcher und Fräskanten. Es könnte ganz laut knallen in Ihrem Auto, wenn Sie hier drüber fahren. Sie könnten sich die Achse natürlich kaputt machen. Und natürlich auch die Stoßdämpfer. Also Vorsicht auf der Ronsdorfer Straße, fahren Sie langsam. Genau in der Mitte zwischen den Fahrbahnen sind die schrecklichen Stellen, die jedes Auto zur Verzweiflung bringen und natürlich auch den Autofahrer. Das wird hoffentlich noch repariert. So kann man das nicht hinterlassen. Die Stadt Remscheid müsste mal so richtig den Bauarbeitern auf die Finger klopfen. Das geht nicht. Radfahrer werden sich ganz schön wehtun. Und auch vor allem Motorrad- oder Mofa-Fahrer. Das kann man nicht so hinterlassen. Also bitte Vorsicht auf der Ronsdorfer Straße, Fräskanten und Schlaglöcher, soweit das Auge reicht.
Hiermit, meine Damen und Herren, sind die Nachrichten zu Ende. Ich habe noch einen Hinweis. In Remscheid findet diese Woche eine spektakuläre Gerichtsverhandlung statt. Am 20.06.24 um 12.30 Uhr heißt es DMW gegen einen Autofahrer, der durch die Einbahnstraße verkehrt gefahren ist. Der DMW soll bestraft werden und dann heißt es also besser gesagt DMW gegen Staatsanwaltschaft. Denn ein Polizist kannte die Verkehrsschilder nicht und erlaubte wohl scheinbar und gab dem Autofahrer recht, der durch rote Sperrschilder gefahren ist mit dem weißen Balken in der Mitte. Dagegen wird natürlich gekämpft, gegen so ein falsches Urteil der Staatsanwaltschaft, und wir wollen mal schauen, was dabei rumkommt. Spannende Sache. Unten im Saal, 12.30 Uhr. Und es gibt noch was Spannenderes. Das Folgeprogramm, was nach den Nachrichten noch kommt. Da gibt es einen Film der Woche, den Spruch der Woche und die attraktive Werbung. Sind Sie doch auch nächste Woche wieder dabei, wenn es noch mehr Fußballergebnisse und Remscheider Nachrichten gibt. Bis dahin sage ich tschüss, tschüss. Ich kann nicht warten. Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Tele DMW. Vom Remscheider Fernsehen, mein Name Jürgen Dres. Kornblumen, oder? Und wir fahren wie Vampire. Ich wusste immer schon Remscheid. Remscheid weiß Bescheid. Remscheider Fernsehen. Guckst du? Tele DMW. Mit dem Dirk Michael Westkamp. Suchen Sie ruhig mal auf YouTube nach Tele DMW. Tele DMW! Tele DMW! Ach, stopp, ist ja alles falsch. Warum übst du denn nicht? Warum hast du denn die ganze Woche wieder nicht geübt? Ja, ich habe die ganze Woche Tele-DMW geguckt. Ach, da ist natürlich ein Grund. Ja, weiter so. Sehr gut, sehr gut. Schöne Grüße von der Theo für die Zuschauer von Tele-DMW aus den Niederlanden. Tschüss. Und hier gibt's alle hier einmal für 20 Dinar, einmal für 5 den Bückling hier dabei, den Bückling noch oben drauf, einmal dabei und die Makrele auch nochmal dabei und hier dabei die Makrele. Schaut euch das mal an, alles muss raus für eine kleine Maus. Obendrauf lege ich das große Stück Rotbarschwänzchenfilet auch noch oben drauf. Und ihr werdet es nicht glauben, meine Damen und Herren. Und das Remscheider Fernsehen ist das Einzige, was Sie hier gratis bekommen. Hallo, ich bin der Tom und grüße alle sehr zum Remscheider Fernsehen. Hey Leute, hier ist euer Benedikt. Und heute gibt es noch was ganz Besonderes. Es geht um Tele DMW. Dirk Michael Westkamp. Guter Mann. Mag ich. Abonniert. Reinnehmen, der vielleicht noch was zu dem Thema zu sagen hat. Mit wem spreche ich? Hier ist Michael Westkamp. Tele DMW, ich hab Tele DMW. Ich hab Tele DMW auf dem Computer eingestellt. Tele DMW, ich hab Tele DMW. Ich hab Tele DMW auf dem Computer eingestellt. Hallo, Herr Westkamp. Tele DMW. Einfach genial, dass es dich gibt.
Ich melde mich heute von der Wassermeile von Remscheid, auch Ostertrödelmarkt genannt. Es hat den ganzen Tag am ersten Ostern geregnet und die Leute packen reihenweise ein. Ich werde auch nicht viel jetzt sagen. Ihr geht einfach mal mit und guckt euch ein bisschen auf der Alleestraße um. Das war der Bericht von der Wassermeile Remscheid, auch Ostermarkt genannt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie können hier nicht ohne Sturm hin. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr wieder besser wird. Ansonsten bleiben Sie zu Hause, setzen Sie sich vor den Computer und gucken Tele DMW Remscheid. Zum Sendeschluss habe ich natürlich wieder den Spruch der Woche für Sie, der heute lautet: Mit Speck fängt man Mäuse. Der Kommentar von der Nordsee, die schon ziemlich nah an mir dran ist. Heißt das nicht, mit Speck fängt man deine Läuse? Drei, eins, vier, 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 3, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 0, 1, 7, 9, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 0, 1, 7, 9, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 0, 1, 7, 9, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 0, 1, 7, 9, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 0, 1, 7, 9, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 0, 1, 7, 9, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 0, 1, 7, 9, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 0, 1, 7, 9, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 0, 1, 7, 9, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 0, 1, 7, 9, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 0, 1, 7, 9
und die Relation geht an. Man ruft da an mit einem Belang und die Redaktion geht an.